So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop und ihr seht auch schon an meinem Skin, der neue Deathstroke-Skin ist jetzt im Item-Shop drin. Und ich muss sagen, er ist wirklich nice. Denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, vergesst nicht, gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen und natürlich gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhex. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch rein in den Shop. Wie gesagt, das Paket ist jetzt da. Den Kleider hatte ich schon in dem Comic mit drin und der Skin, beziehungsweise das ganze Paket, hat mich dann 1200 V-Bucks gekostet. Ja, ich weiß. Man muss ihn sich nicht kaufen, aber für 1200 mit der Pickaxe, mit dem Rückenaccessoire musste ich einfach zuschlagen, weil er ist irgendwie doch ziemlich nice, der Skin. Wie gesagt, das hier ist die Pickaxe und das Paket kostet euch, müsste um die 2000 kosten. Genau kann ich es nicht sagen, aber ich denke mal 2000 glatt. Bin mir da nicht ganz sicher, weil ich habe natürlich andere Preise, weil ich den Kleider schon hatte. Aber so an sich, der Skin ist schon nice. Also ohne Quatsch. Dann haben wir des Weiteren drin Metallmaskenpaket für 2400 V-Bucks. Die Skins haben natürlich immer verschiedene Stile, nämlich drei verschiedene. Einmal in Marine, dann einmal Schneetarnung und einmal Flecktarnung. Die Skins sind auch nicht schlecht. Also du hast halt wieder auch da drei verschiedene Stile. Das Ganze dann mit männlich und weiblich, plus die Pickaxe natürlich noch dazu. Und das Ganze für 2400 V-Bucks ist zwar ein bisschen teurer, aber dafür hast du zwei Skins, drei verschiedene Stile und wie gesagt auch noch die Pickaxe dazu. Dann haben wir Moxie wieder drin, auch zwei verschiedene Stile, aber die gefällt mir nicht ganz so gut. Sag ich ganz ehrlich, also das ist nicht so ganz mein Stil. Dazu gibt es dann noch die passende Pickaxe. Ist okay, ist halt irgendwie nicht mein Geschmack. So, dann haben. Ah, stopp, stopp, stopp. Dann haben wir noch hier unsere Posttarnung. Ich finde immer noch, dass hier vorne sieht aus wie das deutsche Postzeichen. Für 300 V-Bucks die Lackierung eben. Ich meine, ist was anderes, sagen wir mal so. Dann haben wir des Weiteren immer noch Kelsey mit drin. Das komplette Paket für 1,6 der Skin, Rückenaccessoire, Pickaxe und Ladebildschirm. So, dann Meister Minotaurus ist wieder zurück. Ich finde wirklich, also der Skin ist schon nice. Er hat halt einfach was. Ist halt irgendwie so ein Skin, den wir nicht so oft haben. Dann haben wir Prazer wieder mit drin. Für 800 V-Bucks kannst du da wirklich ey, gar nichts sagen. Dann der Brutzelmeister ist wieder da. Also mit dem Skin sieht es schon irgendwie nice aus. Dann optimistisch die Tarnung, die sich automatisch füllt, oder? Naja, das Wasser schwappt einfach nur in der Tarnung rum. Dann eine neue Lobbymusik. Ich mach's extra mal gerade ein bisschen lauter. Achtung. Ganz ehrlich, das ist wirklich eine ganz entspannte Musik. Also wirklich tiefenentspannt. Aber nice. Dann haben wir Deckeltritt. Gucken, ob ich es hinkriege. Drei Versuche immer. Ja, jetzt im dritten. Hallo. Dritter Versuch. Der ist es. Zack. Und so einfach geht's. Und das war's dann eigentlich heute schon. Ja, das war's mit den neuen Sachen. Des Weiteren ist natürlich immer noch Harley Quinn im Shop. Dann das ganze Flash-Paket. Catwoman, Batman. Dann Beast Boy immer noch im Shop. Ist jetzt ziemlich lange schon im Shop, ne? Eigentlich ungewöhnlich. Dann das normale Batman Zero-Paket. Catwoman Zero-Paket. Dann Horizon Zero-Paket. Dann Batman, der maskierte Rächer-Paket. Und unser ständiger Begleiter, letzter Lacher. Und in Rette die Welt gibt es heute wieder keine Tagesaufgabe. Tagesaufgabe gibt es, aber keine normale V-Box-Aufgabe. Also heute wieder nur 50 V-Box zu holen für die Rette die Welt-Spieler. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Mittwoch. Genießt den Tag und haut rein.